absolut unglaublich. Dieses Jahr ist blöd für die Menschheit. Dieses Jahr ist blöd für die Menschheit. Absolut. Absolut. Deswegen, ich will gar nicht rummeckern oder sowas. Auf keinen Fall. Möchte ich nicht. Nee, nee, nee. Aber... Wowies. Wowies. Es ist schon echt hart. Okay. Wir haben Blaulicht oder irgendwie sowas in der Richtung in diesem anderen Zimmer. Und es kann, ich sag mal, unsichtbare Tinte hervorheben. Das ist wundervoll. Aber ich brauche doch dann auch irgendwas, wo unsichtbare Tinte drauf geschrieben ist, oder nicht? Hier irgendwo ein Zettel, ein Buch, ein Taschenkalender. Ich nehme alles. Das sind Fliesen. Hier drin sind die Spinnen, die will ich definitiv nicht haben. Die wären nicht so gemein, in dem Tunnel voller Spinnen irgendwas zu verstecken, oder? Ich bin so lost. Ich bin so absolut lost. Hier wollen wir in die Tür. Hier war nichts. Wir haben jetzt alles abgeguckt. Ich konnte auch ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Mit dieser Zange da konnte ich auch nicht den Draht schneiden. Also, hier sind wir durch. Hier waren wir jetzt eben gerade drin. I don't fucking know. Hey, Endbenutzer, willkommen zum Stream.
Die Sekiro-Videos auf meinem YouTube-Kanal sind die vom Stream von letzten Jahres. Ich mache meine ganzen Streams auf meinen YouTube-Kanal. Das heißt, das habe ich nicht ganz frisch gespielt, sondern es ist älter schon. Und ich habe es einmal durchgespielt, Sekiro. Bei so einem Gangsystem würde ich mich einfach irgendwo hinhocken zum Sterben. Darauf hätte ich im Real Life ja gar keine Lust. Du kannst dich doch nicht einfach hinsetzen und aufgeben. Also bitte. Okay, also hier waren wir. Da ist nichts. Ich habe keine Ahnung, was da sein soll, aber da ist nichts. Das ist abgeschlossen. Und das. I don't know. Wir gehen nochmal hier hin. Vielleicht finden wir da irgendwas. Sekiro habe ich einmal gespielt und es war wundervoll. Und gleichzeitig so zum Kotzen. Und wundervoll. Und so scheiße schwer und wundervoll. Sekiro war so anstrengend. It's locked. Brechen wir die Tür auf. Okay, dann nicht. Sekiro war so cool. Und so anstrengend. Und so cool. Und so anstrengend. Alter Schwede. Aber so cool. Gott, ich habe Sekiro so genossen. Und gleichzeitig habe ich rumgeflucht wie sonst sowas. Das war eine super Idee, das zu gucken. Absolut. Hast du gesehen, wie ich Daddy getötet habe? Ich bin immer noch stolz darauf. Immer noch. Immer noch! Immer noch absolut stolz drauf. Okay, here we are. Haben wir irgendwas in unserem Inventar? A note with a code should be lying on one of the lockers. Which lockers? Which lockers? In dem Raum, wo wir eben gerade waren? Ich glaube, wir haben eine Spur. Ich glaube, wir haben eine Spur. Ich glaube, wir haben eine Spur.
Da ist nichts. Blank Note? Oh ja, stimmt, unsichtbare Tinte. Oh Gott, okay. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, wir haben es gefunden. Ich habe alles in dem Raum auseinandergenommen. Alles. Das Einzige, was ich nicht rausgeholt habe, war der Hut. Und wo war die Notiz? Und der Hut! Oi! Na shit, na jetzt Moment. Wir müssen erst den Mann. Ah! Ich will endlich aus den Gängen hier raus. Ich hab das Gefühl, ich werd bekloppt. Ich laufe jetzt hier schon sinnlos seit 1,5 Stunden rum. Eineinhalb Stunden. Ach. Welches Ding ist das hier? 13, wir müssen zu 12. Nein, ich hock mich nicht hin. Das Klicklicht hält schon so lange aus, du hast keine Ahnung. Das Klicklicht ist schon die ganze Zeit unser Begleiter. Wir haben eine richtige Taschenlampe, aber wer braucht die schon? Ganz ehrlich. Wer braucht schon diese Taschenlampe hier? Niemand. Niemand. Alright, let's see. Eins, drei, sieben, eins. Yay! Ich glaube auch, dass das Klicklicht eine Duracell ist. Ein Duralicht. Ray, 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 nee, 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 nee. Jetzt müssen wir zurück zu Sektor C. Das ist nicht weit weg. Das ist nicht weit weg. Das kriegen wir hin.
Eins, drei, sieben, eins. Nach einer Stunde 40. Ja, okay, eine Stunde 38, aber kommt auf selbe hinaus. Ich hasse es immer noch, dass ich das tun muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Einzige, was ich von seinem ganzen Gespräch mitbekommen habe, ist die Tatsache, dass er unglaublich Hunger hat. Aber den ganzen Rest, I don't fucking know, weil ich damit hier beschäftigt war. Was war der ganze Rest, was er gesagt hat? Der ganze Grusel verschwindet auch, wenn man so lustig durch die Gegend hopst. Ich sag dir, nach einer Stunde, nach eineinhalb Stunden hast du keine Lust mehr, ja. Das ist wahr. Da ist es nicht mehr richtig gruselig. Hast du vollkommen recht. Da hast du vollkommen recht. So, wo sind wir hier jetzt? Okay, wir sind hier. Hier kommen wir her. Ach du Schande. Well then, let's go. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir hier nicht drauf hoppeln können. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir nicht auf die Kisten aufbilden können. Just in case. Ich vertraue dem Typen nämlich nicht.
old flare and some painkillers. Well, well, well. Hallo? Erwarten die wirklich von mir, dass ich über Eis laufe? Was ist, wenn wir einbrechen? Oh, I don't want to do that. Um ehrlich zu sein, würde ich es gerne ausprobieren. Einfach nur drüber zu laufen, um zu gucken, was passiert. Let's do it! War das, weil ich gerannt bin? Nein, okay. Ich musste es probieren. Das hat anscheinend nichts damit zu tun, wo ich langlaufe. Do you want one? Well, well, well. Anscheinend müssen wir noch irgendwas anderes machen, bevor wir hier zum See hopsen. Von daher gucken wir mal, was es noch so gibt. Aber wir wissen zumindest, wir sind weitergekommen und darüber bin ich glücklich. So, wo könnten wir noch hin? Hier kommen wir, wie gesagt. Wir können hier zurücklaufen und dann hier anfangen. Let's go. Well, well, well. What have we here? Santa Claus. Ooh, I'm really scared. So you're the one everyone's talking about. You're joking. You're joking. I can't believe my ears. You're joking me. You gotta be. Oh my, was ein langer Gang.
What am I supposed to do? Das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Okay. Don't do that. Don't do that. Okay. Well. Nope. Moment. God. Kleines Momentchen, ich muss hier erstmal alles. Oh nein, mein letzter Speicherpunkt. Oh mein, okay, wir sind noch hier. Sehr gut. Warum? What? Wir drücken jetzt mal gar nichts und gucken einfach mal. Okay, vielleicht sind wir jetzt safe. Ich will einfach nur nicht, dass das Spiel zusammenbricht. Vielleicht muss das einmal nochmal laden. Oh, look at that. Oh my.
Es ist wieder zusammengebrochen. Stop doing that. Warum macht das Spiel das jetzt? Warum bricht das jetzt die ganze Zeit zusammen? Es ist nicht richtig dreht. Quatsch, ich spiele am PC. Ich spiele nicht auf der Konsole. Ich spiele auf einem PC. Oh, erstmal speichern. Oh, Gott sei Dank kam es hinter uns. Jetzt hoffen wir einfach, dass es einfach nur an dieser einen Stelle war. Weil die ganze Zeit über ging das Spiel ohne Probleme. Deswegen, wir hoffen einfach, dass es nur an dieser einen kleinen Stelle war, dass es jetzt problematisch war und damit hat es. Weil wenn es der Fall sein sollte, ist es nicht ganz so schlimm. Damit kann ich definitiv leben. Wenn es nur an dieser einen kleinen Ministelle war, ist das okay. Weil die ganze Zeit, wie gesagt, lief das Spiel ohne Probleme. Somit, damit kommen wir klar. Einfach nur, um sicher zu gehen. Einfach nur für mich persönlich. Wir haben einen Haufen Chemikalien. Ich weiß nicht wofür. Nice. Beef Jerky. Nice. Magnesium, Calcium, Barium, Chloride, Phosphorus, Sodium. Do not forget. Badly administration, damage, clouds, privilege, everything. Do not forget heißt für mich aufschreiben.
So, was haben wir hier für eines? Magnesium. Hä? Ich habe gedacht, das wäre ein Merksatz für die... Ich habe gedacht, es wäre ein Merksatz für die... Ich habe gedacht, es wäre ein Merksatz für die Chemikalien. Dann nicht. Gut gemacht, Podcasten. Proud of you. Proud of you. Wir sind hier reingegangen, wir sind hier rausgekommen. Noise. Also müssen wir den Raum nicht mehr angucken und den auch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach links und gucken hier weiter. Ach, komm schon. Wozu brauchst du eine Brechstange? Nimm das hier. Und wieder einmal laufen wir durch die Gänge. Und wieder einmal bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob ich den richtigen Gang entlang laufe. Und wieder einmal müssen wir uns überlegen, wird der Wurm zurückkommen?
Wo kann ich das reinschütten? Ich brauche ein Labor. Mit was für einem Tool sollen wir das öffnen können? Das ist die große Frage. Wir brauchen irgendetwas, um das hier öffnen zu können. Er sagt zu mir, er braucht das richtige Tool und dann kann er es öffnen. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie eine Brechstange meinen, oder nicht? Da ist ein kleiner Schlitz und er könnte es aufbrechen. Allerdings braucht er dafür das richtige Werkzeug. Das steht da unten. Die Werkzeuge, die ich hier habe, möchte er nicht. Okay, das ist die Reihenfolge für die Zusammenmischung. Wir brauchen irgendein Werkzeug. Ich gehe mal stark davon aus, die meinen Brecheisen, oder? Wie kriegt man sonst Türen auf? In Videospielen, wenn die sagen, da ist eine kleine Lücke. Kann ja nur ein Brecheisen sein, oder?
Das klingt stark, so als wäre da unten irgendetwas, oder? Wassermonster? Möchtest du Beef Jerky haben? Vielleicht kann ich das Holzstück hier greifen. Bevor wir das machen, speichern wir. Ne. Wir fallen direkt runter, also das ist nicht die Lösung. Wir fallen direkt ins Wasser rein. Das ist nicht die Lösung. Nope. Okay, dann nicht.
Warum kann ich von da nicht nach da hüpfen? Oh mein Gott, ich kann von da nach da hüpfen! Wait a minute. Gib mir die Brechstange! Sorry. Ach gut, hier ist mein Speicherpunkt. Oh, yes! Ich bin dafür, dass ich einfach nie Videospiele spiele mit Maus und Keyboard. Stelle ich mich gar nicht mal so dumm an. Wenn man bedenkt, dass ich wirklich absolut nie irgendwelche Spiele ohne Controller spiele. Wir müssen hier hin. Okay. Let's go. Shiny knight. Have you really made it this far? I wait and wait, and yet the pot never boils. I remain trapped in my den of iniquity. Perhaps the gods have toyed with me once more. Sentenced me to yet more years in this place of eternal nightlight. But now, maybe my ill advice has ended you. Have you rung death's doorbell? Please don't leave poor Ren all alone once more, like all the others. Er hat echt Panik mittlerweile.
Gott, was ein Parkourläufer. Neues. Was ein Parkourläufer wir sind. Nice. Lasst uns Chemiker sein. Oh. Aber das war der Merksatz. Badly administrated. Das ist falsch. Aber das ist die Reihenfolge von dem Merksatz. Müssen wir das umstellen vielleicht? Aber zu was sollten wir den Satz umstellen? Badly administrated. Dopamine clouds. Trigger everything. Hä? Hey, Inti Nuggets, willkommen zum Stream. Badly. CFE. Hä? But I have that. What?
Was heißt Dopamine? Dopamin ist einfach nur ein Chemikal. Sorry, ich bin gerade kurz abgelenkt gewesen. Ich muss gerade meiner Schwester schreiben. Okay. Lass mich denken. Das ist nicht die richtige Reihenfolge. Vielleicht soll ich es einfach nach einem Alphabet machen. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir einfach A, B, C, D, E, F, G machen. Aber das ist doch die Reihenfolge von dem Satz. Ich verstehe das nicht. Wir machen einfach A, B, C, D, E, F, G. Gucken, was da rauskommt. Nope. Möchte er auch nicht. Okay. Der Satz ist B, A, D, dann Clouds, Frequently und dann Everything. Das ist die Reihenfolge. Aber die nimmt er nicht. Beim zweiten macht er schon die Wolke. Also das stimmt nicht. Aber das war doch das, was wir bekommen haben als Hilfsnotiz hier. B, A, D, C, F, E. The hell? B will nicht vorne sein. A möchte nicht vorne sein. C möchte nicht vorne sein. Ah, look at that.
Was habe ich damit nun getan? Wie kriege ich das hier raus? Ups. Oh, gut, dass die Bombe schon hergestellt ist. Aber es war definitiv nicht Bad CFE. Die Frage ist nur, was es jetzt war. Weil ich habe jetzt einfach nur irgendwas dazu angefangen zusammenzumixen. What the hell? Was? Was? I was supposed to do. Warum steht es jetzt hier? Warum kann ich es nicht werfen? Help. Mein Neffe hat sich verletzt. Armes Baby. Armes Baby.
Mein Neffe hat schon eine Gehirnerschütterung zugezogen. Armes Baby. Hat zu doll Handball gespielt. Jetzt hat er eine Gehirnerschütterung, muss beobachtet werden. Was machen denn die Kinder heutzutage? Eieiei. Okay, zurück zum Spiel. Was soll ich hier machen? Dynamit habe ich schon dagegen geworfen, das bringt nichts. Vielleicht können wir es anstupsen mit dem Besen. Ich habe keine Flüssigkeiten mehr. Alle weg. Alle weg. Vielleicht gibt es in dem Raum irgendwo eine Lunte oder sowas. Vielleicht soll ich eine Lunte reinstecken. Ich habe, um ehrlich zu sein, gedacht, ich muss die werfen. Lauf, 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 lauf. Red. Ich hab dich gerettet. Schenkelklopfer, haha. Nein. Glauben wir immer noch, dass Red uns an das Ding verfüttern will?
And as much that should leave my throat box now, but words elude me. You came, you are so pretty, but I am in bad. The underworld already beckons me, so I suppose one further misdemeanor will change little. It is false pretension, and not guiding light with which I have led you here. I cannot give you the answers you want. You may wish to find what it is you seek, but that is a fiction. You cannot know what it is you sought through the vast leaden doorway, or else you would seek anything else in the world. No, the key stays with me, in here. So the life that has led me, horrible as it may be, is better still than the life that waits for you. Hungry behind those doors. As replacements go, you shall be admirably abnormal. But you must wonder why this metal-burning chamber is talking to you in a voice you knew only in dread. For it is I, your companion, residing within. You see, I have waited for this day so many years. They won't let me die. They have parts of my head are not my own. They couldn't be saving the tear. Please, the pain has gone on for so long. All I wanted was a friend, but now the time for chit-chats and marshmallows by the fire has ended, and I hope that soon so shall my life. I have knocked on the death's door for so long. Please, let him invite me in for tea. War hier jetzt irgendjemand oder nicht? Ich hab nichts gesehen wegen der blöden Tür! Ich glaub das ja wohl nicht. Boah, was ist das hier? Bye-bye, Red. I'm out of here. I'm out of here, Red. Wir konnten ihn überhaupt nicht sehen. I'm so sad. Yeah. Blöde Tür. Aber ganz ehrlich, es war er oder ich. Wir waren uns alle zu 100% sicher, dass er uns verfüttern will. Von daher. Oh my. Oh my. Oh my.
Warum? Ich habe den Strom ausgemacht. Als ich aus dem Untergrund herausgeschritten bin. Hätte ich eigentlich so viele Fragen und Ängste und Gedanken haben müssen. Allerdings war ich zwiegespalten. Ein Teil von mir hatte ich das Gefühl, ist gestorben. Zusammen mit meinem einzigen Kumpadre und Freund. Seine finalen Worte haben eine einzige Frage in mir heraufbeschworen. Und ich konnte seine Schreie für Hilfe nicht aus meinem Kopf kriegen. Selbst wenn ich wusste, tief in mir, dass die Schmerzen, die ich Red zugefügt habe, das Einzige war, was ich Red geben konnte. Ich war wieder allein, aber ich hatte nichts zu tun. Ich hatte nichts anderes zu tun, als weiter in das Ungewisse zu gehen. Wenn mir Red so leid getan hätte, hätte ich auf ihn gehört und wäre dort geblieben, wo ich war. Ich hätte mein eigenes Schicksal mit ihm getauscht. Die andere Seite von mir schaute nach vorne. Zu dem, was mich noch erwarten würde in meiner fortschreitenden Reise. Ich war mir sicher, ich fühlte mich sicher, dass ich bald irgendwelche Hinweise darauf kriegen würde, was mit meinem Vaters Schicksal gewesen ist. Und dass er irgendwie verbunden darin war, was gerade alles passiert ist. Außerdem hatte ich die kleine, ganz kleine Vermutung, dass alles, was wir bisher gesehen hatten, jetzt nur das Tüpfelchen quasi vom Eisberg war. Und jetzt weiß ich, ich hatte recht. There you go. There you go. Ich habe mein Bestes gegeben, es für euch zu übersetzen. Es war wahrscheinlich nicht zu 100% 100 genau, ganz genau, aber im Grunde genommen das, was ich gesagt habe, stand da. Somit yay ich. You're welcome, my loves. You're welcome. Ja, nee, ist klar.
Könnt ihr das hier sehen? Oh, er ist weg. Da stand eine Person rum. Und mit diesem, der Mann, der einst in die Mine hinabging, war nicht mehr vorhanden. Und so begann mein nächstes Kapitel. To be continued. Oh my. Oh my. What? Okay. Okay, es gibt noch zwei andere Penumbra-Teile. Es gibt noch zwei andere Penumbra-Teile. Das war, ja, du hast vollkommen recht. Das war in der Tat ein sehr lustiges Spiel. Verrückt, aber nett. Du hast vollkommen recht. Red tut mir auch ein bisschen leid. Der war da unten gefangen. Vorher mit seinen ganzen Kameraden. Seine ganzen Kameraden sind umgekommen. Und er war ganz alleine da. Für was weiß ich wie viele Tage. Das letzte, was wir gefunden haben, war 300, 400 und keine Ahnung was alles. Das heißt, für Ewigkeiten war er komplett alleine da unten. Hat sich ernährt von allen möglichen Dingen wie Ratten und... weiß ich nicht, was der alles mir nicht gesagt hat, ja. Er ist komplett verrückt geworden und hat schlussendlich da gesessen und hat mit sich selber geredet, dass die beste Möglichkeit wäre, mich zu töten. Und ich bereue es tierisch, dass die Tür zugegangen ist. Ich hätte ihn so gerne mal kurz gesehen. Ich weiß nicht, ob das so gemacht war, dass die Tür quasi aufschlägt und wieder zugeht, damit du das nicht sehen kannst? Keine Ahnung. Vielleicht war es wirklich so gemacht, weil schlussendlich haben wir das Knöpfchen gedrückt dafür, dass er nur noch ein Häufchen Asche wurde und es wäre mir auf 100% um einiges schwerer gefallen, hätte ich gewusst, wie er aussieht und keine Ahnung, was alles. Deswegen, vielleicht war es auch wirklich vielleicht war es auch wirklich gewollt, dass es zuschwingt wieder und man sieht es nicht. Ja, das könnte auch möglich sein. Aber an sich, das war ein cooles Spiel. Die Frage ist, spielen wir auch gleich die anderen Teile? Ich habe die anderen Teile. Ich meine, wenn wir gerade im Flow drinne sind, sollten wir ja eigentlich weiterspielen, oder? Hm. Ich denke, das ist eine Idee. Morgen, 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 morgen. Du hast es schon vollkommen richtig verstanden. Somit cool. Das war Penumbra Overture. Das nächste Penumbra, so wie ich das gesehen habe. Lass mal kurz Jackie Jackie machen. Das nächste Penumbra heißt Black Plague. Somit. Bin mal gespannt, wie es weitergeht mit unserem kleinen Jungen, der herauskriegen will, was mit seinem Vater ist.